Hey, hey, Oliver Schirmer hier, hallo. In diesem Video möchte ich dir kurz zeigen, wie du ja eine Subdomain in Builderall anlegen kannst. Und zwar loggst du dich in dein Builderall Dashboard ein, ja, gehst unter Pixel Perfect Site Builder, dann meine Seiten. Und jetzt hast du siehst bei mir hier, ich habe jetzt schon mehrere Domains mit Builderall quasi verknüpft, habe quasi die Nameserver geändert. Wie das Ganze geht, das siehst du in einem anderen Video. Und ja, du siehst jetzt hier zum Beispiel die Domain oliverschirmer.net. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann öffnet sich die Seite oliverschirmer.net. Dann habe ich hier zum Beispiel noch die Domain prosperityteam.de. Und jetzt möchten wir Folgendes machen. Und zwar, du siehst hier ba.prosperityteam.de. Das ist eine Subdomain und die können wir jetzt super einfach mit Builderall erstellen, und zwar für alle Domains, die wir hier schon miteinander verknüpft haben. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe jetzt hier so Vorlagen, ja, und habe jetzt die einfach mal. Normalerweise sind die jetzt nicht veröffentlicht, aber zur Demonstration habe ich das Ganze jetzt hier einfach mal veröffentlicht. Und jetzt müssen wir nichts anderes tun, als einfach hier auf Mehr klicken, dann Domain aufschalten. Und jetzt siehst du hier, sollst du eine Domain angeben. So, und ich nenne das jetzt einfach mal hier Vorlagen.prosperity.de. Also die Subdomain, ja, und dann musst du halt die Hauptdomain dann, also Punkt, und dann die Hauptdomain einfach dahinter. So, und jetzt, wo soll deine Webseite veröffentlichen werden? Ich mache jetzt hier CDN All Regions, und das können wir vernachlässigen, sage Speichern. So, und jetzt kriegen wir hier nochmal einen Hinweis. Wenn sich Ihre Domain auf einem externen NS-Server befindet, was jetzt quasi der Fall ist, müssen Sie die Subdomain und unter der Verwendung von CNAME-Datensätzen auf verweisen, hier am1.ebvas.com eben diesen Eintrag vornehmen. Ansonsten soll Ihre Subdomain ohne weitere notwendige Schritte funktionieren. Also, und das ist im Prinzip das, was wir jetzt hier vorfinden. Ja, das heißt, in der Regel müssen wir keine Einstellungen mehr vornehmen. Falls es bei dir der Fall sein sollte, musst du hier eben diesen Anweisungen folgen. Bei mir ist das jetzt hier nicht der Fall. Und bei den meisten meiner Teampartner ebenfalls nicht. Und deswegen kannst du hier, ich habe es und nun möchte ich die Domain verbinden, klicken. Und wir sagen speichern und das war's. Und du siehst, jetzt haben wir hier vorlagen.prosperity-team.de. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann öffnet sich das, was vorher quasi die Domain von Builderall war, die Subdomain von Builderall, also die ich hier zu Beginn angelegt hatte, ja, sehe ich jetzt hier www.vorlagen-.prosperity-team.de. Ja, und so einfach kannst du jetzt für jede Webseite, die du hier anlegst, einfach eine Subdomain erstellen und nutzt dann einfach ja, die Domains da dazu, die du hier bereits hinterlegt hast. Ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn du das mit deinem Netzwerk teilst. Ja, abonniere auch gerne meinen Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und ja, falls du Lust auf eine Zusammenarbeit mit mir hast, du findest alle relevanten Links unterhalb des Videos. In diesem Sinne maximalen Erfolg, viel Spaß beim Umsetzen. Ja, bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.